Ah, da hinten sehe ich irgendwas. Ja, da erkenne ich irgendwie, wie sagt man, ein Dach, also wie sagt man, ein Dach, wo oben wie so ein Halbmond, also wo oben irgendwas drauf ist, also da hinten, also ich habe mich komplett gehört. Also da muss ich so scharf abkriegen, wenn ich hier durch, keine Ahnung, weil hier ist ja das heißt richtig, hier ist die ersten riesen Hunde, die dann haben. Ich will hier alles mit, wie gesagt, selber. Es geht ja jetzt alles runter auf die Aufnahme, aber die Welt ist hier durch. Exakt, wo ich mich mal hin habe, zeige. Ein rundliches, also die haben das, wie sagt man, das eigentliche Objekt haben sie von da, wo es eigentlich gebaut werden sollte, ursprünglich jetzt noch da wahrscheinlich gemacht hier. Ja, da ist es gut. Ja, gut, versuch's mal. Von Kreis war jetzt gerade in die Richtung, die Sonne hat eigentlich, also für mich, die Aufnahme ist noch ausreichend. Weißt du, war gut. Die Sonne geht im Hintergrund unter. Genau, exakt, wo ich das passiert habe, zeige ich da. Sieht man. Also ich hoffe, man sieht, wie sie jetzt hier reinzoomen, lernen sich aufnehmen. Ach so, ich sehe es gerade im Moment. Ja, das heißt, also, die Sonne ist genau jetzt dahin war. Also jetzt sind die etwas Zeit, die Uhrzeit da. Moment, ach, das mal werde ich genau fotografieren. Ach so. Ich hätte das wahrscheinlich vor der Aufnahme ausnehmen müssen. Warum lässt du mich nicht, sag mal, also das lässt er nicht. Ja, jetzt hätten wir noch das Dach. Ja. Exakt da. Ja, rundlich. Oben der Scheiß, wie sagt man, also wie eine Maschine halt aussieht. Also wirklich, würde ich sagen, ich hätte von der Deutschen. Ja, wirklich ein Flachdach, also eine Kuppel. Da oben ist der scheiße Folie und das ist die Maschine. Das ist halt hier, wie ich dachte, ich kann es Ihnen so richtig zeigen, was ich hier jetzt gerade wie gesagt habe. Die Mitmachung. Ich habe mich vertan. Boah, ich bin noch 30 gemacht, was weiß ich. Ja gut, das wird zu klein passieren. Also in Wahrheit ist das die Moschee, oder ein Teil von der Moschee hier, in der Rundkuppel. Oben ist der Scheiß in der Halbmond drauf hier. Und ich dachte, das wäre hier das Gebäude, aber wir finden ja hier zwischen diesen Stromgeneratoren oder mit der Flachdach. In Wahrheit ist da die Moschee hier. Ich überlege, ob ich nochmal hinläufe, aber hier, wie gesagt, der Weg ist gestoppt. Also hier ist ein bisschen Bauzeug. Ne? Bist du hier? Das finde ich immer zu plötzlich. Tust niemandem was und ständig springen oder stehen oder laufen um dich irgendwelche Leute rum. Also hier, entweder dass du nicht reden kannst oder dass du irgendwas vorhin musst, dass du nicht in der Aufnahme irgendwo vorkommst. Als ob sie es wüssten. Also original wie ein Videospiel. Irgendwelche Wichser für mich. Ja, mal sehen, ob ich es nochmal hinkriege. Ja. Exakt da, wo ich mit meinem Finger jetzt drauf zeige, ist halt blöd, weil ich die Aufnahme jetzt gerade den Zoom vergrößert habe. Ja. Moment, ich mache jetzt was höher, also immer noch zu niedrig. Ja, weil die scheiß Sonne halt genau dahinter ist. Mensch, lass mich das auswählen. Da. Wo war es hier? Da sieht man es.
Das ist die Scheißmaschine. Also ich habe mich geirrt. Ich dachte mal, das wäre hier, wo jetzt der Flachball ist. Ja. Also andere wollte ich nicht zeigen. Also wie gesagt, in anderen Bundesländern gibt es mehr als eine Moschee. Hier in Thüringen oder in Erfurt-Umgebung war das bisher die erste offene Moschee. In Bayern gab es aber bereits eine Moschee schon seit Jahren in der Bremsdorfstraße, worauf ich eigentlich nicht als Kopfendager hinweisen wollte, was ich erwähnt habe in irgendeinem Video. Da wo ich mich bedankt habe für eine gewisse Anzahl von Abonnenten, also die eins der vorletzten Videos. Die war bei den Hinterhaus, also die war nicht irgendwie hier durch ein Minarett, aber durch irgendeine Moschee doch. Das scheint mir nicht zu erzählen, also hier geht man sein deutlich. Also hier original, also die, sag mal, die Hobbits hier. Ja, also rundlich, ich hab's da hinten auch. Ja, original wie Hobbits. Jetzt wird er rundlich, also hier, Dach, also sobald kein normaler Mensch, also hier in Europa, rundlich und oben ist der Scheiß, Halbmond oder irgendwas drauf, also hier irgendwas hat man gerade noch ein bisschen gesehen, so blöd, weil er immer wieder teilweise unscharf hat, also hier das, die Aufnahme. Wie gesagt, wo ich mit meinem Finger zeige, wahrscheinlich weil ich mit meinem Finger zeige, ich darf mit dem Finger zeigen. Ja. Das blöd, aber die Sonne jetzt genau dahinter unter dem Pastor. Die Sonne vom Abend, die ist gerade hinter der scheiß Moschee von morgen. Und das ist also hier. Das ist die Moschee. Ja, und ich mal Dinge nicht mehr machen. Ja. Da ist die Moschee. Ja, ich bin nicht weit genug dran. Ich habe nicht gewusst, dass ich hier einen Umweg laufen muss. Wenn ich da jetzt, wie gesagt, sinnlos reinlaufe, die hier im Vorhof, dann mache ich erstmal auf die normale Ausgangssuche. Wenn ich jetzt da reinlaufen würde, hier ist es dann ist für mich wieder Meter, dann darf ich wieder zurücklaufen. Das heißt, wenn ich nehme da einen Bus, aber ich weiß gar nicht, wo da eine Bushaltestelle ist. Ich kenne hier die Bushaltestelle, also die hier, wo ich gerade war. Hier. Das hier. Ja. Genau, die Bushaltestelle da vorne. Wenn ich hier durch hätte gekonnt, also nicht nur diesen Umweg laufen muss, oder ich gehe nochmal zurück, von wo ich gekommen bin im Moment. Ja, von da. Da durfte ich normalerweise auf die Moschee kommen. Deswegen habe ich mich ja geärgert. Der Bergwerk hier nicht das Stadt gewesen, also direkt zur Moschee, das ist wahrscheinlich hier. Ja, genau, das ist das. Also, ist das, also ich war eigentlich doch hier da. Das ist die scheiß Moschee, oder nicht? Das ist eigentlich nur ein bisschen mehr. Ja, genau, hier sitzt. Hier sitzt das wunderbar. Das ist ja irgendwie, das ist ja nicht spannend. Deswegen sind die Seite richtig. Ich glaube, hier, also die Moschee ist ja gar nicht fertig. Also, das hier wäre dann nicht die letzte Moschee dann geworden. Moment. Das ist noch ein Riss. Ja, das ist nur hier reingehen. Also, ich war einmal irgendwie noch die Zeit. Ich muss mit Absicht Schweine, weil man muss ja Schweine da unten beleidigen. Ja, hier wird es total, hier steht der untere Baumrehe. Ja, hier steht noch. Mach ich mal etwas wieder gut. Das ist ein scheiß Moschee. Da wo ich mit meinem Finger hinzeige, also man sieht ja. Das ist aber nicht das Minarett, weil das Minarett, also man sieht ja hier, Runddach, oben der Halbmond, da könnt ihr ja kein Imam hier Freitag einen Gebetsruf machen, es sei denn, die machen das mit Lautsprecher. Also das ist noch nicht, wie sagt man, das eigentliche Minarett. Ja, also das ist die Scheißmoschee, also man erkennt es ja hier. In Deutschland, in Europa baut keiner so beschissen, also hier alles rund hier wie ein Ei hier. Sowas können sich irgendwelche Typen, die geistig im 6. 7. Jahrhundert unter Mohammed hängen geblieben sind, die heute noch Dumbi-Brot sind, einfallen lassen. Also klar, haben wir nichts anderes gelernt. Also Moment, ich nehme meine Flasche wieder. Also ich filme weiter noch in die Richtung, keine Sorge. Hier, da sieht man es wieder gut. Ja, weil die Sonne jetzt genau dahinter ist. Was ist nur hier und hier?
Ja. Das ist die Moschee in Erfurt-Marbach von der Ahmadiyya-Gemeinde. Also hier das rundliche Ding, was wie ein Überraschungsei aussieht. Was zu Allah und die Birne ist kein Platz mehr fürs Gehirn. And only the same song, that same song.